Oh. Tatsache, es ist weiter oben. Ich glaube, ich gehe hier ein bisschen falsch. Oder muss ich echt nach ganz oben? Das ist doch blöd. Das ist nicht so gut. Jetzt muss ich hier wieder hochklettern. Ich glaube, ich bin hier schon mal hochgeklettert. Ich erinnere mich aber nicht mehr dran. So, bin fast oben, glaube ich. Nee. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Sicher, dass ich hier richtig bin? Sieht so aus, ne? Aber ich sehe hier sonst auch gar nichts. Wo das sonst sein könnte. Noch weiter oben? Ist das deren fucking Ernst? Das ist doch nie im Leben da oben. Ich habe das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Tatsache, das ist da oben. Was passiert jetzt? Zeichen und Symbole Teil 1. Niccolo Polo hat ein Buch in der Nähe der Hagia Sophia versteckt. Der Hinweis zu dem Versteck eines Majestatsschlüssel enthält. Benutzen Sie die Pole-Symbole, um es zu entdecken. Akzeptieren, okay. Drücken wir also den Atlas hin und aktivieren Sie die richtigen Pole-Symbole, so finden Sie den Versteck des Buches. Da muss ich also hin. Okay. Kann ich hier auch irgendwie runter? Fragezeichen. Okay. Ich mach das schon. Au! Au! Zum Glück bin ich voll mit Medizin. Das sieht gefährlich aus. Entschuldigung. So, ich benutze jetzt extra keine Medizin, einfach aus dem Grund. Oh, guck mal, Schatz. Oh. So, komm. Nimm es an dich. Daturpulver 4, okay. Kein Geld. Das ist sehr traurig. Oh. Entschuldigung. So. So. Was auch immer wir da jetzt finden. Ach, wie schön. Ein altes Buch. Oh, viel Geld gekriegt. Die Gesellschaft kurz die Befindung wurde gefunden. Oh, schön. Ich mag ja Bücher selber sehr gerne. Galataturm freigeschaltet. Was auch immer das heißt. Ich lese ja selber sehr gerne. Und auch wenn ich dann Lust habe, viel. Also jetzt in den Ferien habe ich 2 Bücher gelesen. Fast 4.
Okay, das könnte gefährlich werden. Ich tue mir bestimmt jetzt nochmal weh. Okay, doch noch nicht. Auf jeden Fall. Aua. Bücher sind was Schönes, die erzählen Geschichten genauso wie Games. Deswegen liebe ich Games, weil sie Geschichten erzählen und ich liebe einfach Geschichten. Ich schreibe auch selber Geschichten. Hört sich komisch an, aber ich tue es. So. Was? Nein! Ich will noch leben! Wir beschützen... Nein! Nein! Habe ich nicht. Bin kein edler Mann. Bin Mörder. Nein. Weg von mir. Geht weg. Oh oh, der mag mich nicht. Oh, ich habe da gerade irgendwas gesehen. Ja, und ich habe richtig gesehen. Archimedes, Euklid, Xenophon, Pythagoras, interessant. Herodot, Empedokles. Ich habe ein Animus-Fragment gefunden. Ihr wollt die Besten? Ich habe sie. Kommt zu mir. Lass dich fallen. Ja, ich bin total unterhaltsam. Oh, das hört sich mal fies an. Oh, oh. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja. Tschüss. So, ich vermute mal, dass wir rüber müssen. Ja, und ich habe recht. Fahr mich rüber, mein Junge. Ja, das Schiff nehmen, danke. Sieht ja immer wieder schön aus. Gute Istanbul. Show. Oh, wieso ist da immer dieser Schatz und der ist immer voll, immer. Lammblut voll, ja, das war klar. Hätte ich da auch gleich sagen können. Ist da eigentlich immer dasselbe drin? Ich habe da noch nicht drauf geachtet, aber vielleicht sollte ich mal mein eigenes Let's Play gucken. Ich bin sehr, das ist schön. Moment. Wo war der Doktor? Wenn ihr Hilfe braucht, ja, ich brauche Hilfe. Ich muss willkommen? Ein bisschen geheilt werden. Oh Mann. Ich bin eine Made. Immer diese Maden. Jetzt heilen. Danke. Muss ich wenigstens keine kostvolle Medizin verschwenden. Ihr vergeudet eure Zeit. Nein, das habe ich nicht vor. Wunden öffnen, keine gute Idee. Hallo! Seid gegrüßt, mein Leid. Du bist nicht drauf wundern, weil er sich so weiblich anhört. Weil ich ihn doch spiele. Der weibliche Enzio. Böse Wachen, böse Wachen, böse Wachen, geht weg von mir. Boah, ich versuche keinen mehr anzurempeln, das ist echt. Schneider. Ach komm. Wir haben gerade das Geld. Also warum nicht? Wenn wir gerade schon vorbeigehen. Wir brauchen das Geld ja schließlich. Diese Stiefel sind so grässlich. Wartet, ich habe hier etwas, das euch. Ich glaube, Ezio interessiert sich nicht so dafür, wie er aussieht, oder? Ja, ich natürlich schon, aber. Mhm. Achso, wir müssen an Galataturm. Och nö. Nö, ich will da aber nicht wieder hochklettern. Das ist so anstrengend. Och Manu. Das ist aber so anstrengend. Und nicht nett.
Ich fall da doch immer runter. Ich tue mir sicher wieder weh. Darf ich wieder zum Arzt laufen? Nicht nett. Ich habe das Gefühl, meine Abos werden immer weniger. Na, ist mir eigentlich egal. Ich mache das ja nicht. Also ich mache das ja für mich. Das ist ja mein Hobby und... Das hört sich zwar scheiße an, aber... Das ist mein Hobby und... Also... Sah das wirklich hier oben so aus? Kommt jetzt Zeichen und Symbole Teil 2? B, um zu interagieren. Ach nee, ich weiß, was kommt. Och nö, das ist so anstrengend. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, dass ich weiß, was kommt. Oh nein. Oh nein. Was kommt jetzt? Ach ja, das kommt. War ja klar, wir gehen in den Untergrund. Ach ja. Das Level in weniger als 6 Minuten beenden. Ja! 100%ig. Galataturm. Ein Hinweis der Pole-Brüder führt jetzt hier zum Galataturm. Durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Okay. Naja, vorsichtig ist ja nicht so unbedingt meine Devise. Nein. Das ist es zumindest nicht. Ei, das sieht gefährlich aus. Die Breite? Warte. Ah, nein! Nein! Ah! Ich sag ja, das wird gefährlich! Ja. Aber keiner hört auf mich! Ups. So eine Scheiße. So. Einen kurzen Moment, ja? So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Ich bin noch mit meinen Eltern zusammen in der Vorbereitung für den ganzen Kram für Berlin. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst. So. Vermute mal, ich muss weiter hochklettern. Nur so eine Vermutung. Ja. Ah! Okay, die volle Synchronisation ist eh schon gescheitert. Also, okay. Okay, muss ich jetzt nach hinten abspringen? Also, ich glaube, ich werde sterben, aber... Ja, das wollte ich nicht.
Ja, Mann! Ich wollte nach hinten abspringen. So eine Scheiße, aber auch muss ich das jetzt nochmal machen? Nee, ich hatte den Checkpoint erreicht, oder? Ja. Sechs Minuten sind eh schon um. Upala. Ach so, ging das. Sag das doch einer, bitte. Oh, das sieht so gefährlich aus. Nein, doch nicht dahin. Junge, Mann. Mann, ey. Das kann doch nicht sein. Mann, jetzt soll ich das nochmal neu machen. Das ist doch zum Kotzen. Komm. Hallo, Junge. Freund. So. So, einmal herumklettern. Ja. Das ist so gefährlich. Geht doch in die Richtung und nicht in die andere, oder? Nur so eine Überlegung. Nee, weiter nach oben geht's auch nicht. Okay, so geht's. Okay. Ein bisschen nachdenken, okay. Okay, das hätten wir geschafft. Wieso springt der denn da runter? Mann! Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Du solltest doch nicht da. Der sollte doch nicht da runterspringen, das ist doch nicht meine Absicht! Ja, genau. Ist doch zum Kotzen. Und ich bin einfach doof. Immer diese Vollidioten. Warum? Was mache ich denn bitte falsch? Wieder an dieser schönen Stelle. Ja, das macht mich so glücklich. Überhaupt nicht. So eine Scheiße aber auch. Komm, halt dich fest. Was ich mache. Bin ich zu weit, vielleicht nicht weit, zu weit rechts oder sonst irgendwas? Was ist dein fucking Problem? Was ist dein fucking Problem, Ezio? Was? Ich bin doch nicht zu doof, um irgendwelche blöden Sprünge zu machen. Wieso kommt denn da kein blöder Checkpoint? Was ist denn das bitte für eine Scheiße, liebes Ubisoft? Das macht mich aggressiv. Wenigstens das schaffe ich. Wow.